Ja, dann starten wir mal, oder? Santiago, wir melden uns heute mal mit einem ganz anderen Video. Und zwar haben wir in letzter Zeit ganz arg viele Fragen bekommen, die wir heute in diesem Video mal beantworten wollen. Wir beantworten natürlich alle Fragen super gerne und wir freuen uns, wenn viele Fragen kommen. Sei es über YouTube, Facebook, private Nachrichten, und wir haben auch schon alle Fragen beantwortet. Aber wenn so viele Leute uns Fragen stellen, denken wir auch, dass es vielleicht für andere, die die Fragen noch nicht gestellt haben, interessant sein könnte. Und bei all den Fragen haben wir festgestellt, dass es 4 verschiedene Kategorien gibt, in die die allermeisten von all den Fragen reinfallen. Das ist unser erster Versuch. Wir, genauso wie alles, was wir mit immer Fernweh machen, versuchen wir nach und nach herauszufinden, wie alles funktioniert, weil wir keine Erfahrung haben und ihr seid dabei, um das mit uns mitzuerleben. Fangen wir an. Kategorie 1. Was wir ganz häufig gefragt werden, ist, wie alt wir sind, wo wir herkommen und wie es überhaupt zu immer Fernweh kam. Allgemein also persönliche Fragen. Genau. Wir sind beide 25, beziehungsweise... Ich bin 24. Noch 2 Monate ist er 24, dann ist er aber auch 25 und geht auf die 30 zu. Boah. Und wir kommen beide aus Stuttgart. Wie man gut hören kann. Vor Beginn der Reise haben wir beide unseren Bachelorstudiengang abgeschlossen und Lisa hat sogar schon 2 Jahre als Physiotherapeutin gearbeitet. Und während den ganzen letzten Jahren war für uns klar, bevor wir uns so richtig festlegen wollen, was wir machen, wo es hingeht, wollen wir unbedingt noch die Welt entdecken. Und deshalb diese Weltreise. Eine Frage, die wir nicht gestellt bekommen haben, die wir dachten, aber die trotzdem vielleicht spannend wäre als so ein bisschen Hintergrundwissen, ist, warum gibt es überhaupt immer Fernweh und warum dieses Projekt? Und zwar klar, wenn wir schon so eine lange Reise machen und noch nicht genau wissen, wie lange das geht, wollen wir in der Zeit unbedingt was lernen. Und da hat eigentlich nichts besser gepasst als sowas, was wir jetzt machen, nämlich fotografieren, filmen, die Sachen aufschreiben, denn das ermöglicht uns nicht nur in ganz vielen Bereichen ganz viel Neues zu lernen, jeden Tag eigentlich, sondern auch all unsere Erfahrungen und Erlebnisse für uns selber aufzuheben, für unsere Familie und Freunde und auch für alle anderen zur Verfügung zu stellen. Weshalb wir dieses Video eigentlich erst machen, dass es inzwischen schon so viele Leute gibt, mehr als wir eigentlich am Anfang erwartet hätten. Cool, ja. Und es freut uns mega, dass so viele Fragen kommen und dass so viele Leute das verfolgen und wir hoffen, dass weitere Fragen kommen. Je mehr, desto besser. Kategorie Nummer 2. Und zwar geht es da um die Finanzen. Das ist auch ein ganz spannendes Thema. Ja, mit das spannendste Thema. So viele Fragen haben wir dazu bekommen. Wahrscheinlich die häufigst gestellte Frage, und das ist bei Deutschen und bei uns Schwaben natürlich auch die spannendste Frage, ist, wie finanziert man denn eigentlich so eine Weltreise? Und das ist ganz schnell beantwortet. Wir haben gespart. Wir haben gespart. Ja, sparen ist... Sparen. Immer sparen. Richtig, sparen. Wir sind unglaublich dankbar, dass wir in den letzten 2 Jahren so viel Geld wegsparen konnten, dass wir uns das jetzt ermöglichen konnten. Aber wir haben einfach geschaut, dass wir am Ende vom Monat noch ein bisschen mehr Geld übrig haben, als wir bekommen haben oder eingenommen haben. Genau, wir haben Geburtstagsgelder oder Ostergelder, Weihnachtsgelder, das haben wir halt alles zur Seite gelegt und uns für die Weltreise aufgespart. Das Thema Finanzen bringt uns zu einem spannenden Thema, was wir jetzt... Wieder ein Thema, was wir ganz neu lernen. Und zwar haben wir von ein paar Leuten jetzt die Frage bekommen, ob man unsere Reise denn nicht finanziell unterstützen kann. Ja. Und das ist für uns unvorstellbar, dass Leute da draußen gibt, die das machen möchten. Und also nicht unvorstellbar im Sinne von, dass wir es nicht gut finden, aber im Sinne von, wir haben einfach nicht damit gerechnet. Das ist so verrückt, dass wir nicht mal einen PayPal-Account oder sowas bisher hatten. Die Hauptintention von Immerfernweh war nicht damit Geld zu verdienen, damit wir unsere Reise finanzieren können, sondern dass wir stinkreich werden. Und genau, und jetzt haben wir aber einen erstellt. Genau, jetzt kommt der Battle-Teil der Folge. Inzwischen haben wir einen PayPal-Account gemacht, einfach weil... Irgendwo muss das Geld von den Leuten, die uns gefragt haben, ja hin, und warum denn dann nicht in unsere Reise? Allein, dass so viele Leute die Videos anschauen oder einen Kommentar drücken oder uns private Nachrichten schreiben, das ist auch schon so toll immer, gell? Ja. So schön einfach
private Nachrichten zu kriegen. Wir werden nicht aufhören, Videos zu machen, wenn wir nicht finanziell unterstützt werden. Es werden nur einfach viel weniger Videos kommen. Wir reisen ja auf jeden Fall noch eine Weile und es werden auf jeden Fall weiterhin Videos kommen, keine Angst. Im Voraus schon mal vielen, vielen Dank für alle, die das machen. Bedeutet, dass wir einfach länger reisen können, noch mehr solche Videos produzieren können. Da wir dieses Jahr schon zum größten Teil vorfinanziert haben, haben wir uns gedacht, wir nehmen das Geld, das durch die PayPal-Spenden vielleicht entstehen könnte oder die kleinen Beträge, die wir bekommen durch Klicks auf die Amazon-Affiliate-Links, wenn man da dann was kauft, und sammeln das ganze Geld. Genau, um noch länger reisen zu können, um noch mehr Berichte schreiben zu können, um mehr Videos zu drehen, um mehr Videos zu veröffentlichen. Einfach um mehr von der Reise noch mit euch zu teilen. Genau. Das bedeutet eigentlich, uns zu unterstützen ist was total Egoistisches, weil ihr habt dadurch total viel mehr. Also es macht nur Sinn. Jetzt reicht's aber mit der Bettlerei. Ja, genug der Werbung. Auf zu Kategorie 3. Wir kriegen ganz viele Fragen zu, wo geht's als nächstes hin, wo wart ihr schon, was steht noch an? Wie findet ihr dieses Land und... Ganz viele verschiedene Fragen. Und wir machen es ganz kurz. Wir wissen es selber nicht. Wir wissen noch nicht mal, was wirklich in einer Woche passiert. Ja. Wir wissen es nicht. Wir wissen grob, wie es weitergeht. Wir versuchen immer, wenn wir wo sind, das nächste Ziel zu planen. Dadurch haben wir die meiste Flexibilität und dadurch versuchen wir, uns so viel wie möglich offen zu halten. Aber so eine grobe Richtung für dieses Jahr haben wir schon. Also wir werden auf jeden Fall in Südamerika erstmal bleiben. Und haben vor, bis nach Mittelamerika hochzuwandern. Vielleicht schaffen wir es sogar bis nach Nordamerika. Aber unser Hauptfokus bisher bei der Reise ist auch wirklich so viel wie möglich in den Orten zu sehen und es wirklich kennenzulernen, anstatt nur durchzureisen. Und wir haben es vorhin schon ein bisschen angedeutet, je länger wir unterwegs sind, desto mehr wollen wir eigentlich sehen. Und ja, wir können uns momentan nicht vorstellen, dass wir 2017 sagen, wenn das Jahr vorbei ist, okay, und wir wollen jetzt nicht mehr reisen. Nee. Wir sind uns ziemlich sicher, es gibt so viele Orte auf dieser Welt, die wir noch sehen wollen. Wir wollen nochmal los. Wir wollen nochmal los. Denn wir haben noch lange nicht alles gesehen. Wir würden noch so gern nach Neuseeland, nach Australien. Den Nahen Osten würde ich gerne sehen. Nach Island würde ich gerne. Marokko wäre schön. Ich würde eigentlich auch gerne noch durch Europa irgendwie reisen. Südafrika und dann hocharbeiten. Ja. Also ihr seht, es gibt so viele Ideen, so viele Pläne, so viele schöne Orte. Wir versuchen 2017 so viel wie möglich von Südamerika mitzunehmen und 2018 und folgende Jahre so viel vom Rest wie nur geht. Ich hoffe, das beantwortet wenigstens so halb die Frage. Und das bringt uns dann auch zu Kategorie Nummer 4. Kategorie Nummer 4 ist die Kategorie, glaube ich, wo wir insgesamt die meisten Fragen bekommen. Ja. Und das ist Technik. Wir bekommen ganz viele Fragen dazu, was benutzen wir zum Filmen, was benutzen wir zum Fotos machen, was benutzen wir, um unsere Kamera-Equipment zu sichern. Und das ist so viel Information, dass wir uns gedacht haben, da wird sich fast ein eigenes Video lohnen. Das heißt, wir werden nochmal explizit ein Video machen, nur für Technik. Aber jetzt vielleicht die Fragen, die am häufigsten gestellt wurden, schon mal vorneweg. Frage 1 war... Mit was vloggt ihr eigentlich? Also welche Kamera nehmt ihr alltäglich zum Vloggen? Und das ist dieses kleine Gerät hier, die Canon G7X. Die ist super, weil die total klein ist. Mhm. Die hat ein ganz gutes Mikrofon. Wir haben da so ein Bobbel drum geklebt, damit der Wind nicht so laut ist. Die hat ein Display, das man sich selber beim Filmen sehen kann. Und die ist total gut, wenn es dunkel ist. Ja. Das sind die Gründe, warum wir uns für die Kamera entschieden haben und weil Casey Neistat die auch benutzt. Also die Kamera hier ist unsere absolute Allrounder-Kamera, die haben wir immer dabei, egal wo wir hingehen. Schnell rausgeholt, schnell ein Video gemacht. Ja, die macht alles mit uns mit. Ja, wirklich alles. Die stolpert auch mal. Boah. Ja. Dann die Kamera, die wir benutzen für fast alle unsere Fotos und für Aufnahmen, wo wir mehr Zeit haben, wo wir eine Kamera richtig gut aufsetzen können, ist die Kamera, die wir gerade benutzen, um zu filmen. Das ist auch eine Canon-Kamera, die 600D, eine Spiegelreflexkamera. Und dann haben wir noch zwei weitere Kameras dabei. Einmal die Action-Kamera, haben wir eine GoPro Hero 4 Silber. Die, die GoPro Hero 4 Silber, die hat so ein Touch-Display hinten, weshalb wir uns für die entschieden haben. Mit der können wir all die Unterwasseraufnahmen, Verfolgungsjagden, Explosionen, ja, Bungee-Jumps, so Sachen filmen. Immer wenn man eine Kamera braucht, die eben, ja, die halt Action vor der Kamera stehen hat.
Das ist unsere kleine Action-Cam, die benutzen wir aber leider viel zu selten. Wir versuchen noch mehr Action zu machen, um die mehr zu benutzen. Und unsere absolute Lieblingskamera, die aber auch am meisten Trouble macht, ist unsere Drohne. Das ist eine DJI Phantom 3 Professional. Ganz schön groß, um damit zu reisen. Wir haben auch einen extra Rucksack dafür. Aber jeder Aufwand ist es wert. Wir lieben die Aufnahmen. Wir haben so, so viel Spaß mit der Kamera. Und überall, wo wir hinkommen, sagen wir eigentlich, oh, wäre das nicht cool, da mit der Drohne drüber zu fliegen. Und wir bekommen ja auch so viel tolles Feedback, dass ihr die Drohnenaufnahmen so toll findet. Deshalb, also, wir bereuen sie keine Sekunde. Nee, wirklich nicht. Mehr zur Technik gibt's aber dann in dem separaten Video, das wir dann in den nächsten Wochen drehen werden. Genau. Und um das Video kurz zu halten und den Informationsgehalt... Ist wahrscheinlich schon 10 Minuten lang jetzt. Ja. Um das Video so kurz wie möglich zu halten und den Informationsgehalt so hoch wie möglich, sind wir hier fertig. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie doch einfach in die Kommentare, wenn ihr irgendwas macht. Wir beantworten wirklich alle Kommentare, zumindest noch, solange wir das können. Wir freuen uns sehr. Mega, ja, Wahnsinn. Und vielen Dank, dass ihr immer zuschaut. In diesem Sinne, bis morgen. Ciao. Surprise. Ja, wie kam es eigentlich zu immer Fernweh? Das ist doch die eigentliche Frage. Wie kam es zu immer Fernweh? Ja, die hat niemand gestellt, aber die wollen wir trotzdem beantworten. Die interessiert uns selber. Ja. Wie konnte es dazu kommen? Ja. Mhm. Gut, sonst noch Fragen?